einmal war nichts mehr, wie es war. Rebellen überfielen mein Dorf und meine Schule. Sie entführten zuerst meine kleine Schwester und dann meinen Vater. Ich sah brutaler Gewalt ins Gesicht und den Tod vor meinen Augen. Die friedliche Kindheit in meinem Dorf war vorbei. Das Leben mit meiner Familie zerstört. Mein Land war im Krieg. Es kam zu Massakern, Plünderungen, Vergewaltigungen. Jede bewaffnete Gruppe rekrutierte Kindersoldaten. Auch ich sollte in den Kampf ziehen. Mein Vater beschloss, mich wegzuschicken. Mit 12 Jahren war ich alleine auf der Flucht, zu Fuß ins Ungewisse. 6000 Kilometer durch 6 Länder. Illegal über Grenzen mit fast unüberwindbaren Hindernissen bis nach Südafrika. Nach über 2 Jahren wurden die Straßen Kapstadts meine neue Heimat. Der Kampf ums Überleben als Straßenkind ging weiter und endete in einem Kreislauf von Gewalt, Kriminalität, Drogen und im Gefängnis. Als ich am untersten Punkt angekommen war, kam es zu einer unerwarteten Begegnung, die mein Leben radikal und für immer veränderte. Meine Flucht war zu Ende, aber meine Reise der Heilung und Versöhnung hatte gerade erst begonnen. Sie führte mich den langen Weg zurück in mein Land auf die Suche nach meiner Familie. Dort war es Vergebung, die mich mit meinem Vater versöhnte, und meine kleine Schwester, die mich lehrte, Hass und Bitterkeit mit Liebe zu begegnen. Heute ist es die himmlische Hoffnung in mir, die mich immer wieder zurück in mein Land führt, um Hoffnungsträger und Friedensstifter im Kongo zu sein.